9 von 10 Start-ups scheitern. Aber trotz dieser pessimistischen Zahl versuchen immer wieder junge Gründer ihr Glück. Allein in Köln wurden im vergangenen Jahr über 12.000 Gewerbeanmeldungen registriert. Mittlerweile hat sich eine regelrechte Szene entwickelt. Mit allem, was dazugehört. Netzwerktreffen, Förderprogrammen und speziellen Großraumbüros. Ella Mittelbach hat sich ein Bild von der Szene gemacht. Ergobag-Rucksäcke liegen in Köln voll im Trend. Die Schulranzendesigner arbeiten bereits an neuen Mustern. Zwei Aspekte stehen im Fokus: Ergonomie und Nachhaltigkeit. Von Trekking-Rucksäcken inspiriert entlasten Gurte die jungen Träger. Der Umwelt zuliebe werden die Rucksäcke aus recycelten Plastikflaschen gefertigt. Sven Pink ist einer der Gründer. Der studierte Kaufmann und Marketing-Experte hat sich bewusst für Köln als Standort entschieden. In der Vorgründungsphase waren wir noch in ganz Deutschland verteilt und haben uns dann Gedanken gemacht, was denn der richtige Standort ist. Und das Gute am Standort Köln ist, dass man halt mit dem Rheinland, mit dem Rhein-Main-Gebiet und dem Ruhrgebiet einen Großteil der deutschen Bevölkerung halt innerhalb von 2 bis 3 Stunden erreicht. Anfangs haben die Rucksackhersteller vor allem eines gebraucht: Kapital. Mit dem EU-geförderten Exist-Stipendium konnten sie investieren. In den schwarzen Zahlen angekommen, haben sie 12 Millionen Euro Umsatz allein im vergangenen Jahr erwirtschaftet. Weniger etablierte Startups können sich häufig nicht einmal eigene Büros leisten. In Köln können die im Gründerzentrum Startplatz in Coworking Spaces arbeiten. Jeden Tag sitzen hier mindestens 100 Ideengeber vor ihren Laptops. Vor allem E-Commerce-Unternehmer und App-Entwickler treffen sich im Startplatz. Tobias Breuer ist Mitbegründer des Sporttrikot-Designers Tank. Seit 2 Jahren bedruckt er individuelle Kleidung für 12 verschiedene Sportarten. Er hat sogar sein Jurastudium abgebrochen, um sich voll und ganz auf das eigene Startup zu konzentrieren. Für mich ist in der Kölner Szene das Wichtigste, dass ich persönlich das Netzwerk hier habe. Wir haben unsere Investoren durch das persönliche Netzwerk bekommen. Wir haben Kölner Investoren. Für uns spielt das alles zusammen. Und Familie, Freunde und Umgebung ist für mich wichtig. Folglich kann ich mich hier perfekt auf mein Geschäft konzentrieren. Gefertigt werden die T-Shirts allerdings in Bangladesch. Der Standortvorteil der Domstadt liegt in der Mentalität. Wir haben viel Aufmerksamkeit bekommen. Irgendwie haben die Kölner uns da gut aufgenommen und wir haben direkt irgendwie Presse bekommen im Kölner Stadtanzeiger. Wir haben von unserer Hausbank hier aus Köln eine gute Unterstützung bekommen. Und so ging viel Mund-zu-Mund-Propaganda rum. Viele Leute hatten gute Ideen, was wir noch besser machen könnten. Und da hat so die rheinländische Art uns, glaube ich, viel weiter geholfen, weil die Menschen offen waren, irgendwie in Kontakt zu treten. Nur 10% aller Startups haben Erfolg. Mit mehr als 300.000 verkauften Rucksäcken gehört Ergobag bereits dazu. Die Kölner zeigen mit solchen Erfolgsgeschichten und ihrer Infrastruktur, dass sie beste Bedingungen für eine Startup-Metropole mitten in Europa bieten.